Journey von Tischner, aber die Journey von Brandon Bays. Und ich habe die große Freude, hier mit Roland Zehntner zu sitzen. Okay. Und Roland Zehntner möchte mal den Schweizern speziell erklären, was die Journey ist und welchen Ratschlag er gibt. Ich gebe das Wort an Roland. Ja, hallo miteinander. Was ist Journey? Ich habe lange nicht gewusst, was Journey ist. Nie dafür interessiert, habe es auch nicht gewusst, bis meine Frau das Buch gelesen hat. Und im Anhang von dem Buch, von der Brandon Bays, Heimweh zur Seele, hat es so etwas wie eine Betriebsanleitung. Und meine Frau hat mich dann gebeten, die Betriebsanleitung für sie mal durchzulesen und sie zu führen durch den Prozess, der in dem Buch beschrieben ist. Das habe ich dann gemacht. Und ich habe erfahren, dass ich den Prozess durchgegangen bin, was für eine Erfahrung da meine Frau gemacht hat, wie tief das gegangen ist und wie befreiend das für sie war. Und nachdem habe ich sie gefragt, okay, ich will das auch. Ich will, dass du das auch mit mir machst. Ich bin näher gesessen und sie hat die sogenannte Betriebsanleitung dann auch gelesen, vorgelesen. Und dann ist mit mir ganz viel passiert. Ich bin so etwas verärgerlich geworden. Was fragst du mich da für Fragen? Mein Ego ist so stark gekommen, hat sich dermaßen gewehrt dagegen, dass ich im Prozess aufgestanden bin und ausgelaufen bin. Und dann habe ich gemerkt, irgendetwas stimmt da nicht. Warum, wenn es so tief geht, reagiere ich so? Als ich reingekommen bin, sagt meine Frau, du, ich habe mich angemeldet nach Deutschland an ein Intensivseminar. Kommst du mit? Nach dreimal leer schlucken habe ich gesagt, okay, ich komme mit. Wir sind dann zusammen auf Deutschland gegangen, ein Intensivseminar zu der Bettina Halifax. Und dort habe ich das erste Mal die richtige Erfahrung gemacht, was Journey ist. Schon bei der ersten Reise bin ich so tief in mich hineingekommen. So, es war so eine schöne Erfahrung, mal so mein Kern zu sehen. Nicht immer da, wo der Verstand so versucht zu erklären. Sondern da, wo wirklich im Meer ist. Und das war so befreiend, so schön, so unglaublich. Dass ich am gleichen Abend, als ich die Räumlichkeit verloren habe, auf die Straße rausgegangen bin, das Gefühl hatte, die Welt rast an mir vorbei. Die Autos, obwohl es eine 30er-Zone war, die sind gerast für mein Empfinden. Die Leute sind an mir vorbeigerannt. Es ist alles so schnell gegangen. Ich war so langsam unterwegs, so schön wie mehr unterwegs. Und nach dem Wochenende habe ich mich entschieden, die ganze Ausbildung zu machen zum Journey Practitioner. Und auch dort so ein wunderbares Erlebnis mit dem Fülle-Seminar. 3 Tage einfach nur in der Fülle zu sein, in der inneren Fülle zu sein, zu spüren, wie auch außen die Fülle da ist. Dann weitergemacht mit dem No Ego. Das ist eine ganz strenge Woche für mich. Ich habe ein ganz starkes Ego und das hat sich mega gewehrt dagegen. Und ich habe es geschafft, den Ego-Teil loszulassen und wirklich zu mir zu kommen. All die Geschichten, die ich vorher mit dem Verstand so wunderbar immer erklären konnte, man konnte jetzt spüren, was wirklich war. Das ist auch da absolut so etwas von Befreiendes. Und die ganze Ausbildung, die ich gemacht habe, einfach nur ein Riesensegen. Und für euch draußen, wenn ihr auch merkt, es ist so etwas im Leben, ja, alles so etwas kopfgesteuert, alles so etwas oberflächlich und niemand interessiert sich wirklich, wer ich bin, aber ich interessiere mich und ich will dahergehen. Oder ihr habt vielleicht sogar ein psychisches Thema oder vielleicht sogar ein körperliches Thema, dann wagt den Schritt und meldet euch entweder bei einem Journey Practitioner, wo ihr euch mal so eine Reise macht. Oder noch besser, wenn ihr ganz wieder eintauchen vom 29. März bis zum mit 31. März ist im Schloss Gleiseck in Steckborn am schönen Bodensee ein 3-tägiges Intensivseminar mit der Bettina Halifax. Und das kann ich einfach nur jedem einfach wärmstens empfehlen. Zu 3 Tage lang einfach nur für sich zu sein. 3 Tage lang sich nur mit sich, mit seinem wahren Ich, mit dem, wo ich wirklich bin, zu beschäftigen. Super. Roland Zehntner aus der Schweiz. Ja.
Ende März 2019, vom 29. bis am 31. März, findet in Steckborn ein Journey Experience statt. Und wenn ihr mal live erleben wollt, wie so eine Journey in so einem grossen Seminar stattfindet, dann kommt, das wird unvergesslich.